So sieht es aus, wenn ihr euren Tohatsu Außenbordmotor in einem Karton geliefert kriegt, also über einen Versandhandel bestellt bzw. in einem Baumarkt gekauft. Diesen habe ich hier im Bauhaus gekauft, in einem Berliner Bauhaus. Preise 1900 bis 2300 für den knapp 10 PS Motor. In diesem Karton befinden sich folgende Zubehörteile. Einmal der Kraftstofftank, dann der Kraftstoffschlauch mit Pumpbalg, diesen Kehlschalter, manche nennen es auch Zündschlüssel, Bedienungsanleitung und eine Werkzeugtasche, da ist eine Kerze drin. Warum bei einem Zweizylinder nur eine Kerze mitgeliefert wird, weiß ich nicht, als Ersatz. Und so ein Notstartseil und ein Zündkerzenschlüssel. Und natürlich der Motor, welcher jetzt hier schon einem Ölfass, welches ich gleich mit Wasser füllen werde, den habe ich da schon reingehangen. Wie ihr seht, habe ich die Schraube nicht entfernt. In der Bedienungsanleitung steht, man soll, wenn man den Motor in so einem Fass betreibt bzw. testet, die Schraube entfernen. Dieses mache ich mit Absicht nicht. Ihr werdet nachher sehen, dass es unproblematisch ist. Wenn man die Schraube entfernt, ist natürlich die Gefahr, dass sie nicht richtig angezogen wird, dass der Splint vergessen wird und man die beim ersten Mal rückwärts fahren verliert. Alles schon vorgekommen. In der Zeit, wo ich den Motor jetzt mit Öl versorge, werde ich schon das Wasser einlassen, damit wir ihn nachher natürlich eine Weile laufen lassen können und er auch genügend Kühlung hat. Natürlich kann man auch, um den Motor zu testen, solche Spülohren verwenden. Da kommt nachher hier jetzt der Gardena-Schlauch rauf, dann spart man sich so ein Wasserfass. Bin ich kein Freund von, deswegen nehme ich lieber ein Wasserfass. Um den Motor jetzt mit Öl zu versorgen, müssen wir erst die Kappe entnehmen. Dazu lösen wir hinten den Verschluss und entfernen die Motorschutzhaube. So, dann seht ihr hier zwei gelbe Teile. Einmal ist der Ölmessstab und einmal der Verschluss zum Öl einfüllen. Dieser Motor braucht hier zwischen 600 und 800 Milliliter Öl. Ölspezifikation entnehmt bitte dem Handbuch. Ich verwende hier ein 5W40. Es kann bei euch je nach Region anders sein. Region heißt, fahrt ihr am Polarkreis, braucht ihr ein dünneres Öl oder fahrt ihr in der Wüste, dickeres Öl. Dieses füllt ihr jetzt hier hinten in den Einfüllstützen ein. Dann kontrolliert ihr die Ölmenge mit dem Ölmessstab. Macht ruhig hier oben ein bisschen Öl ran, umso leichter könnt ihr den nachher immer ein- und ausführen. Füllt ihn nicht zu voll und auch nicht zu wenig. Ich empfehle immer Hälfte. Der Ölmessstab muss ganz eingesteckt sein, nicht nur raufgelegt. Als nächstes kontrolliert ihr, ob ihr im Leerlauf seid. Und zieht an dem Startknopf. Es ist jetzt noch kein Benzin angeschlossen. Es ist auch noch nicht der Killschalter drin. Der Motor soll jetzt erstmal durchziehen, damit sich das Öl verteilt. Die Ölpumpe auch Öl ansaugen kann. Also erst gut 10-mal ziehen. Als nächstes verbindet ihr den Benzinschlauch mit diesem Teil hier. Einfach nur raufstecken. Gleiches am Tank. Einfach nur leicht zurückziehen hier und raufstecken. Dann haben wir hier den Tankverschluss. Natürlich solltet ihr getankt haben, fest zugedreht. Dann ist hier in der Mitte so ein kleiner Verschluss. Rechts gedreht wie eine Flasche,
zu, nach links auf. Das ist die Entlüftung. Solltet ihr die zugedreht haben, wird der Motor gar nicht anspringen, beziehungsweise wird nach kurzem Laufen ausgehen. Warum? Weil keine Luft nachströmen kann und der Tank nicht belüftet ist. Das heißt, er saugt kein Benzin. Also vor Fahrtantritt ruhig ein, zweimal rumdrehen und öffnen. Dann haben wir jetzt hier so einen Pumpball. Damit pumpt ihr erstmal Kraftstoff in den leeren Vergaser. Das macht ihr so lange, bis ihr einen richtig guten Widerstand in dem Ball habt. Jetzt setzt ihr diesen Killschalter, also dieses Teil in den Killschalter ein und befestigt dieses beim Fahren nachher irgendwo an eurem Körper. Das hat den Vorteil, wenn ihr über Bord geht, reißt ihr ihn raus und der Motor geht aus. Als nächstes gucken wir, wie viel Wasser haben wir jetzt in dem Fass. Ihr seht, diese obere Abdeckung, also diese obere Finne hier, ist fast bedeckt. Das sollte reichen, weil die Ansaugschlitze für den Motor liegen ungefähr 10 cm weiter drunter. Umso mehr Wasser ihr einfüllt, umso leiser wird er nachher beim Laufen. Also wenn man es jetzt zum Beispiel sonntags oder feiertags hat und man will den jetzt erstmal noch eine Viertelstunde auf dem Hof laufen lassen, sollte man die Nachbarn etwas schonen und ruhig ein bisschen mehr Wasser einfüllen. Also ich werde bis hierhin ungefähr das Fass voll machen. Links unterhalb von dem Killschalter befindet sich der Schokzug. Bei kaltem Motor den leicht rausziehen. Jetzt darauf achten, dass der auf jeden Fall auf N steht, also auf 0. Sonst kann man den Motor nicht starten. So, jetzt werden wir den Motor starten. Wir werden jetzt mehrere kräftige Züge drin machen. Kontrollieren nochmal Wasser drin, Killschalter ist dran. Gas steht oben auf Start. Leerlauf ist eingeschaltet. Bei einem neuen Motor wird es durchaus, ist durchaus normal, dass man da 5-6 Mal ziehen muss. Ich bin jetzt mal ein bisschen weiter weggegangen, weil es doch beim Sprechen stört. Als erstes, wenn ihr im Motor läuft, kontrolliert ihr den Kühlwasserstrahl, welcher jetzt hier deutlich in der Mitte des Bildes zu sehen ist. Kommt da kein Wasser raus, ist entweder euer Wasserstand zu hoch oder es liegt ein Fehler in der Kühlmittelversorgung vor, im Impeller etc. Bei einem komplett neuen Motor wie diesem, den lasse ich jetzt immer so eine gute anderthalb, zwei Stunden einfach so vor sich hin tuckern. Auch werde ich jetzt mal, was man nicht machen sollte, laut Handbuch einen Gang einlegen. Ihr werdet sehen, da passiert nicht viel. Aber auch das Getriebe braucht ja eine gewisse Zeit, um sich einzulaufen. Man kann natürlich auch auf dem Wasser hin und her fahren, extrem langsam. In so einem Fass frisst kein Brot, lasse ich einfach ein bis zwei Stunden Druck an. So, hier ist die Wasserlinie. Jetzt werde ich mal den Vorwärtsgang einlegen. Ihr seht, durchaus machbar. Auch ruhig mal nach einer Stunde denn in den Rückwärtsgang schalten. Da merkt ihr, ihr habt auch wesentlich weniger Plätschern im Motor. Also nicht im Motor, sondern im Wasserkasten oder am Wasserfass. Ihr seht, ich habe auch mittlerweile die Haube schon wieder montiert, damit
In diesem Fall spritzt leider immer ein bisschen Wasser vom Kühlmittelstrahl nach oben. So, wenn der Motor jetzt noch eingelaufen ist. Ich kenne Leute, die lassen sowas über Nacht laufen, 10 Stunden. Bei mir waren es jetzt 2. Mache ich Folgendes, um den Vergaser jetzt für den Transport leer zu kriegen, werde ich einfach hier die Benzinverbindung unterbrechen. Der wird dann noch kurz weiterlaufen und dann ausgehen. Behaltet ihn aber mal im Auge, weil es kann sein, wenn der Vergaser leer wird, dass der unkontrolliert hochdreht, dann müsst ihr den Schalter ziehen. Aber er hat jetzt keinen Sprit mehr, er läuft jetzt nur noch mit dem Rest, was im Vergaser drin ist. Welches ihr sonst wahrscheinlich beim Transport im Auto habt oder so. So, wenn ich gesagt habe, er läuft kurz nach, ist es relativ. Der hat jetzt hier die letzten Zuckungen gemacht. Man sieht es noch an dem Kühlwasserstrahl, der so ein bisschen rausplätschert. Der ist also gute 10 Minuten gelaufen. Jetzt kontrollieren wir nochmal den Ölstand. Der ist also gut halb voll. Wie gesagt, macht nicht zu viel rein. Ist genauso schlimm wie zu wenig. Man sieht natürlich jetzt bei frischem Öl, ist nicht so gut, als wenn das Öl schon mehrere Stunden gelaufen ist. Oder noch besser beim Diesel, da ist es schwarz. Setzen die Haube wieder auf. Und fertig ist der Motor für den Einsatz. Wenn ihr ihn jetzt transportiert, denkt dran, legt ihn immer auf die Seite, wo die Steuerpinne ist. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Und ich konnte euch damit ein bisschen helfen, so einen Motor in Betrieb zu nehmen. Solltet ihr jetzt noch Fragen haben, hinterlasst diese doch bitte in den Kommentaren. Ich werde versuchen, nach Möglichkeit diese dann möglichst bald zu beantworten. Danke sehr.